So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Minecraft. Und bei mir ist der Wolle. Hallo Wolle. Hi Alf, hi Leute. Bist aber heute besonders laut. Na gut, egal. beim letzten Mal war ich beim Ghost und beim Erik, beim Kalb also. Und ich habe mit denen ihre Bauten angeguckt. Das war ja ganz fantastisch gewesen. Und heute ist der Wolle dran und der hat ja eine Riesenburg hier über mir gebaut. Manchmal hat man das bei der einen oder anderen Aufnahme schon mal gesehen. Wo bist du überhaupt? Ach da. Ja, ich bin hier und der Wolle holt mich jetzt schon ab. Eins möchte ich gerne vorher nochmal mir angucken. Und zwar, ja. Ich hätte gerne gesehen, du hattest doch den Weg zu meiner XP-Farm, hattest du doch fertig gebaut da, ne? Genau. Die wollte ich mir gerne mal ganz kurz angucken, den Weg. Können wir machen, da kannst du dann auch schon das neueste Element meiner Burg sehen, was ich gerade am Bauen bin. Da laufen wir direkt dran vorbei. Ach, guck mal, wenn Lex nicht da ist, sind alle Lampen ordentlich und vorschriftsgemäß, wa? Naja, der macht ja immer alles durcheinander. Alles durcheinander, so. So, wie du siehst, habe ich ein bisschen deinen Weg umgebaut hier. Ja, du bist hier gerade hochgegangen, ne? Ja, ich bin jetzt hier gerade wegen dem meinem Lava-Burggraben und so da unten. Also das ist die einzigste Chance, die Burg zu erobern von hier aus, ne? Ja, so ein bisschen. Ist ja nicht so, als wenn man in die Lava einfach Steinblöcke reinsitzen könnte und so, nee. Aber du hast jetzt rundherum schon Lava. Nein, noch nicht rundherum, noch nicht komplett. Nur jetzt die Seite habe ich hier angefangen, wo wir gerade sind. Und ja, ich habe noch 29 Eimer einstecken gerade. Lava war ich gerade eben nochmal schnell im Nether. Aber das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen, ja. Ja, ich bin ja noch lange nicht fertig. Also ich weiß noch gar nicht, was ich alles noch machen will. Muss ich noch gucken. Ach, ich habe auch so vieles vor. Ich habe mir fest vorgenommen, heute auch noch eine Kirche zu bauen. Das habe ich, ich habe jetzt mal eine Kirche bei den beiden da gesehen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, eine Kirche zu bauen. Auf meinem Gelände muss eine Kirche hin. Warum schwebt denn hier einmal Blätter durch die Gegend? Das geht nicht. Nee. Jawohl. So was können wir aber nicht stehen lassen. Nein, das geht nicht, da hast du recht. Ey, das hast du dir aber, da hast du ja richtig Arbeit gemacht, hä? Na klar, ich habe mich hier durch den ganzen Berg habe ich mich durchgegraben. Und bin währenddessen nicht mal schlafen gegangen. Also egal, ob hier Zombies gespawnt sind oder nicht, musste einfach weitermachen. Jetzt sind wir schon auf der Brücke. Auf meiner Brücke? Gebaut. Ja, die habe ich auch gebaut. Ja, die habe ich auch noch dazu gebaut. Ey, die sieht aber klasse aus, doch. Gefällt mir. Aber sehr ist gut. Ja, für deine XP-Farm, also ist deine Brücke. Ja, der Weg zu. Du meinst der Weg zur XP-Farm, ne? Genau. Oh, das hat er ja richtig ausgebaut, Leute. Ja, natürlich. Wow, geil. Ja, das gefällt mir gut, doch. Und dann sind wir schon da. Super. Können wir mal gucken, ob jemand zu Hause ist? Ey, noch keiner da. Ah, die kommen aber jetzt, geil. Oh. Ja, die kommen bestimmt. Gut. Ich wollte ja mir nur den Weg mal angucken, weil den hatte ich auch noch nicht gesehen. Weil ich schon lange nicht mehr hier hinten war. Ja. Ich war auch nicht. Ich bin jetzt auch gerade mal erst wieder Level 9. Ich muss auch mal wieder deine XP-Farm besuchen gehen. Ja, das Geile ist halt, weil der Spawner ist ja ein Skelett-Spawner und du hast halt dann auch immer genug Pfeile und sowas, weißt du? Ja, und falls man braucht, Bone Meal hat man dann auch. Ja, mega genau. Viel. Mega viel, da hast du recht. Seine Kisten, da sind sogar einige Bögen und Pfeile drin. Da habe ich das letzte Mal auch nochmal welche reingeschmissen gehabt. Da kann man dann immer schön reparieren auch, weil da sind ja immer meistens welche. Wird da schon wieder kaputt dunkel? Sind. Ja, ist schon wieder. Oh, mein Gott. Ist schon wieder soweit. Ja, da müssen wir natürlich mal wieder Helm an, weil. Im Dunkeln sieht man nicht viel, ne? Im Dunkeln lässt sich zwar gut munkeln, aber. Aber nicht viel sehen, genau. Soll ich jetzt hinter dir herkommen? Die Abkürzung. Ja, okay. Komm einfach mal mit. Wir müssen. Weil sonst müssen wir einmal komplett außen rum, weil der Eingang zu meiner Burg ist ja auf der anderen Seite. Hier auf der Seite gibt es keinen Eingang mehr, den habe ich ja weggenommen. Da läuft ja die Lava so gesehen drüber. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen. Da musst du dir aber noch, wenn du hier zur XP fahren willst, dann musst du ja auch mal hier außen rum gehen oder was?
Nee, hier kommt noch was. Oh. Okay, JD fiel aus großer Höhe. Na, hier siehst du halt, hier geht dann der Graben noch weiter. Das wird aber alles noch, ist halt alles in der Mache. Ey, Dann wird der weißt Berg hier wieder gemacht und so. du, ich will dir mal eins sagen, ne? Wenn ich hier Anlauf nehme, könnte ich theoretisch auch darüber springen, oder? Ich weiß, deswegen, der Berg wird ja hier noch, der Rest vom Berg wird ja noch angeglichen und hier werden ja auch noch weitere Türme, so wie vorne zwei, kommen ja hinten auch nochmal hier zwei Türme hin, wo wir jetzt gerade stehen. Zum Beispiel kommt ein Turm hin und dann kannst du da nicht mehr rüberspringen, weil das Level von der Höhe her, die Burg ist dann höher als der Berg hier, weißt du? Ach so, Dann willst kannst du du nicht was mehr abtragen? rüberspringen. Ja, genau. Und er wird auch Okay. begradigt. Ich meine, guck mal, wie das aussieht, so abgeschnitten. Ich meine, so sieht ja auch Nein. kein Berg aus, ne? Nein, das geht nicht. Da hast du Nee, recht. nee, nee, das muss wieder ordentlich gemacht Ja, werden. So, da jetzt hast du musst du. recht. Wir müssen ja hier wieder aufpassen ein bisschen. Das ist wieder Lava. Da unten. So, hier können wir runterhüpfen. Dann Der so, Lex dann und ich dong, dong, bauen ja da dong. vorne auch noch einen So, Turm. und dann so. Ach du Scheiße. Wo? Jump'n'Run-Spiel. Spring dir einfach auf die Mauer, genau, und dann noch eins runter auf die weitere untere Mauer und dann ganz runter. So. So, da der Raum hinter dir war dafür gedacht, falls wir wegen dem Portal, falls wir doch noch ein zweites aufstellen, hatte ich hier Ja, schon wenn du mal. gerne möchtest, dann baue ich dir hier natürlich auch eins hin. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Das quatschen wir dann. Ja, das können wir dann bei Gelegenheit quatschen, genau. Ach Dann Gott. hier sieht man erstmal die Oase der Ruhe. Mein kleinen Angelplätzchen. Fängst du hier auch was? Ja. Ich habe hier schon ganz viel für meine Katzen und so ganz viel Fisch gefangen. Dann halt meine Bäumchen und alles und so. Ja, hier ist halt mein Burgtor. So gesehen. Warte mal hier, ich muss mal zum versteckten Schalter, den man Okay. in meiner Aufnahme ja auch gar nicht sieht, nein. Das ist ja gut. So. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Jetzt wird das hier geschlossen. Und das Tor fängt an, sich zu schließen. Das Wir dauert haben immer einen es. Augenblick, ne? Ja, Lava ist halt ein bisschen zähflüssig. Ne? Das dauert immer. Lava Aber ist wir haben es. zähflüssig. Ja, ne, wir haben es jetzt aber immerhin so hingekriegt, schon, dass sich das unten erst schließt, wenn die Lava weg ist. Das war eine Arbeit, das glaubst du gar nicht. Also hier unter uns ist ja der Mechanismus dafür. Der ist ungefähr so groß wie die ganze Fläche hier. Also, ja, so. Ich Guck, hab's jetzt gerade ist. gehört, ja. Und hier drinnen ist halt. Hier unter dieser Falltür ist halt der Schalter. Wenn du die Ehre haben möchtest, kannst du gerne mal das Tor wieder einschalten. Willst du es wieder einschalten? Ja. So. Zu geht's lustigerweise schneller als auf. Schwupps, und schon ist das Tor wieder zu. So, ja, dann hat man hier halt meine kleine Mini-Farm. Reicht für den Moment. Dann, wie du gesehen hast, wenn man reinkommt, rechts sind die Schweine, die Ja, Pferde und die Kühe. die dürfen ja nicht so dicht an den Wohnhäusern sein, die Schweine. Eben, das stinkt so, weißt du? Aber die Ja, werden sowieso umgelagert hier, die Kühe. Und alles, das wird hier alles aus dem Burghof entfernt. Hier werden dann so kleine Häuschen gebaut und so. Und dann mal gucken, vielleicht kommen ja hier auch noch NPCs dann hin und so. Mal sehen. Jedenfalls, der Turm hinter dir da ist momentan so, während wir noch in der Umbauphase oder überhaupt in der Bauphase sind, meine Schlaf- und Wohnstätte. Solange hier noch nichts fertig ist, wird halt hier gebaut, geschlafen. Den Turm kann man natürlich auch nach oben gehen. Hier unten ist mein Lager. Und mein persönliches Schätzchen, die Bibliothek. Also Bibliothek bedeutet natürlich, ach, ich dachte auch ein Zaubertisch. Ja, die sind hier drinnen. Ach so. Die sind da drin. Da habe ich zwei Stück auf jeder Mein Etage Gott. 1. Mein Gott, hat der Bücher, ey. Oh, naja, wer viel liest, ne? wer viel Wenn du mal hier liest, runter ja. guckst, siehst du in der Mitte auch noch mal. Siehst du auch noch mal ein Leseplätzchen mit Tisch und Bänken. Kann man sich hinsetzen. Ist ja der Hammer. Und da durch die Falltür kommt man halt da runter, dass man halt da runter kommt. Genau. Und da hast du dann auch noch mal einen Verzauberungstrank. Nein, auch noch zwei Stück von der Sorte.
Oh, weia, weia. Naja, manche müssen halt richtig rausprotzen, ne? Wer hat, der hat, ne? Ja, aber warum komme ich... Ah, das ist aber blöd gemacht. Geht leider nicht ganz so gut. Und hier runter geht's halt, in die Mine. Ach so, da ist auch eine Mine. Da, okay. Aber da, das, wie eine Mine aussieht, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gesehen. Das ist ja, das so haben wie wir alle bei schon dir und Lex mit dem Strip-Mining ist es einfach. Ja, okay. Ne? Sondern hier etwas, ein kleines Detail, was ich mir von Lex, glaube ich, abgeguckt habe. Ne, nicht von Lex, von... Weiß ich jetzt gar nicht. Der mit den vielen Katzen. Da habe ich den Namen jetzt vergessen gerade. Ach ja, der Schlupersen. Genau, Schlupersen, genau. Der hat auch so viele Bonsai-Bäumchen und so. Da habe ich mir das bei ihm abgeguckt. So, dann von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Front meiner Burg, wie ich finde. Doch, ja, das stimmt. Es gibt zum einen mehrere Eingänge. Man kann zum einen hier über den Burgwall... Einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Welchen möchtest du? Mir egal. Ich gehe einfach mal voran. Geh du einfach mal voran. Also von innen hat die Burg viele Eingänge, von außen gar keinen. Halt doch mal ruhig da unten. Mut mal nicht so laut. Ja, hört doch mal da unten auf. So, dann hat man zum einen, kann man hier halt hoch und oder hier runter und dann kommt man... zu dem anderen Eingang so gesehen. In die Mitte. Ach ja, ja. Dann ist man dann hier. Ja. Und da ist auf der anderen Seite genau dasselbe Spielchen. Okay. Wo bist du? Du bist schon wieder hoch, ne? Ja, ich bin hier. Ja. Ich bin noch da. So, hier gibt's jetzt, hier kommt man direkt nicht in den Turm, sondern. Ganz schön dunkel da. Spawnt hier denn nicht irgendwie auch Monster oder? Nö, da oben an der Decke spawnen die ja nicht. Da fallen sie dann höchstens runter. Also hier ist das mit dem Wasser, ja, das hast du richtig geil genau, gemacht. Ja. Genau. Mir sehr gut. Dann hat man hier eine, hier hat man den anderen Eingang von unten, da, wenn man hinter den Schweinchen den Weg entlang läuft. Okay. Oder halt hier durch dieses Burgtor so gesehen, kommt man hier lang. Und dann geht's halt hier über Wendeltreppe nach oben. Oh, nach oben. Ja, in die Türme kann man ja logischerweise auch. Da hat man dann zum einen in die Burg gucken kann und dann halt einmal komplett außenrum hat man den Rundumblick, kann man schön runterschauen. Und dann hier natürlich nach außen hin Richtung deiner XP-Farm, wo du vorhin auf dem Berg standest. Ah ja, stimmt. Ja, ja, das sieht, ja doch, das ist schon genial, doch. Ja, und der Innenhof... Ja, wie man sieht, sieht man noch nicht viel. Ah, genau, die hat ja noch einen Innenhof. Und das hast du alles abgetragen, das war doch mal ein Berg, ne? Ja, das war hier alles ein Berg. Die komplette Burg war alles ein Berg, ja. Oh mein Gott. War eine Menge Arbeit, eine Menge Pickaxes, die dabei draufgegangen sind, beziehungsweise repariert werden mussten. Immer mal wieder. Also ich habe sämtliche Diamanten, die ich hatte, habe ich verbraucht. Ach du Scheiße. Ja, und ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich da unten eigentlich machen will. Also momentan hat mich so die Muse noch nicht so geküsst, wie ich es gerne hätte. Aber ich werde schon mir schon irgendwas einfallen lassen, dass das richtig schön ausgebaut wird alles. Dass man im Innenhof dann... Also ich muss sagen, da lohnt es sich ja glatt nochmal irgendwann wiederzukommen, wenn du noch was ausgebaut hast. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Vor allem, ist ja sogar zweistöckig, lustigerweise, der Innenhof. Einmal diese Fläche hier. Und wenn du dann hier runter gehst, oh mein hast Gott. Du ja auch eben das hier halt noch, ne? Oh mein Gott. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich das machen will. Wahrscheinlich werde ich hier oben auch zumachen, einfach nur. Und dann werde ich sowas wie hier unten so eine Art Thronsaal und mehrere Zimmer, Badezimmer, Küchen und so einrichten. Und alles Mögliche halt, so wie so eine richtige Burg halt teilweise aufgebaut ist, ein Kerker, womöglich noch, ich weiß es selber noch nicht, also ich bin da selber extrem ratlos momentan. Ja, gut Ding braucht Weile, ne? Ja, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Bin hochgegangen. Achso, hier gibt's, hier unten noch, wo wir eben waren, gibt's auch so eine Mini-Zugbrücke, aber die funktioniert leider nicht so, wie sie soll. Weil sie das Wasser wegnimmt und weder über Spender noch über Werfer ist es möglich, dass er das Wasser ausspuckt. Da haben wir auch rumgetestet, wie blöde.
funktioniert nicht so ganz, wie es sollte. Aber ja, alles in Arbeit. Naja, vielleicht kommt ja noch mal irgendwann die rettende Idee. Ja, vielleicht. Mal schauen. Auf jeden Fall wird hier noch sehr viel an der Burg gebastelt werden. Und da oben, da geht's jetzt nicht mehr irgendwo, da ist jetzt, war's das jetzt, oder wie? Also, was heißt, der obere Innenhof, der muss halt noch ausgebaut werden und, Genau, dann kommen da noch Türme jeweils an die Ecken, an die anderen beiden Ecken, so wie hier vorne halt. Die werden dann genauso aussehen wie die anderen. Weil, wie du siehst, kannst ja nachzählen, sogar sind alles immer genau dieselben Abstände und genau alles gleich. Also symmetrisch. Alles symmetrisch ist, genau. Mir fällt bloß gerade auf, da ist ein Stein zu viel. Da auf der rechten Seite. Oh, jetzt bin ich in mein Wasser gefallen. Da ist ein Stein zu viel. Den muss ich noch wegmachen, aber ansonsten ist es symmetrisch. Hoffe ich mal. Es ist nicht ganz so einfach irgendwie. Nein, man muss immer mal wieder gucken und machen. Ja, ich stehe dann immer hier unten, dann muss ich wieder da hochlaufen, dann wieder runter. Und es ist echt kompliziert, auf so zu bauen. Weil wenn du erstmal da oben stehst, hast du eine ganz andere Perspektive und dann sieht es auch alles ganz anders aus auf einmal. Also ich kann dir nur einen Tipp geben, ne? Wenn du demnächst mal beim Erik und beim Ghost bist, dann musst du sie mal fragen, ob sie dir mal den Kartenraum zeigen. Den Kartenraum, okay. Hier, Wolle, sowas hast du noch nicht gesehen. Ich schwärme jetzt noch davon. Ja, okay. Dann haben wir ja Menschenskinder, da ist die Rundgang ja schon zu Ende. Aber ich freue mich, wenn ich das nächste Mal komme, was dann noch passiert ist. Weil, ich habe noch eine Sache vergessen sogar. Oh, warte, dann es gibt ich sogar zurück. Noch zwei Sachen. Die habe ich glatt vergessen, die habe ich unterschlagen, sagen wir es mal so. Es gibt ja noch eine Aussichtsplattform für dein schönes Haus und die Stelle und alles. Gibt es ja noch hier die Aussichtsplattform, die habe ich glatt vergessen. Oh ja. Dass man so ein bisschen übers Tal gucken kann. Ich kann, wie gesagt, hier, wenn man nach links guckt, kann ich die ins Schlafzimmer spannern, ne? Ist klar, du alter Spanner. Ja, und halt der Turm, ne? Der Turm an sich, der große hier, der einzelne Turm. Den gibt's halt auch noch. Ansonsten, dann war es das auch wirklich diesmal. Ja, ich habe jetzt vor, noch bei mir eine Kirche zu bauen. Da werde ich mich auch jetzt sofort bald dran geben. Da werde ich auch eine Aufnahme von machen. Da wird mir der Ghost bei helfen. Ich habe auch schon eine gewisse Vorstellung, weil ich habe einfach noch keine Kirche hier stehen bei mir. Hier vorne, da soll ja, wo die freie Fläche ist, da soll ja ein Hotel hin. Genau. Das hatte ich vor. Und dann möchte ich gerne weiter da hinten, hinter den Erntemaschinen, da soll dann irgendwo die Kirche hin. Ich hab auch schon überlegt, du siehst ja da rechts in dem Berg, ist ja so eine dunkle Höhle so gesehen, ne? So eine große Einbuchtung. Dass ich da so einen riesigen Totenkopf reinmache. Das würde sich irgendwie von der Form her total anbieten. So, dass der so rausgrinst aus dem Berg hier heraus. Wie so eine Art begrabener Riese, der da drin gestorben ist. Oder wie auch immer, der Berg dann auf ihm drauf. Also, Totenkopf ist immer geil. Irgendwie sowas halt. Ich hab schon mal gesehen, wie einer einen Totenkopf gebaut hat. War klasse. War da von innen auch aus wie eine Kneipe und von außen sah es aus wie ein Totenkopf. Genau, da machen wir dann so die Piratenkneipe, weißt du, so Piratenbar. In einem riesigen Schädel von einem toten Riesen oder so. Genau. Ja, gut. Super geil. Alles klar. Viele Projekte haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun. Ach klar, der Shuto hat jetzt auch gesagt, er will demnächst wieder mal das ein oder andere Game hier machen und auch mal eine Aufnahme wieder. Deswegen, jetzt musst du mich bloß mal irgendwie wieder durch dein Tor da führen. Ja, das ist kein Problem. Scheiße. Viel Arbeit für viel zu wenig Zeit. Ja, das stimmt. Man macht ja so viel, ne? Ja, auf jeden Fall. So, mach ich dir mal das Tor wieder auf. Die rote Wand. So, und vor der roten Wand sah ich ganz einfach, das war mal so eine kleine Spezialfolge von Wolle seiner Burg und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich die Kirche am Bauen bin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss, Leute.